Fies. Ha! Keine Madonnenstatue entkommt mir. Das behindert ist bloß, ich muss jetzt auf die schießen, dann kommt bestimmt der Typ angerannt. Nö. Das interessiert ihn gar nicht. Aber ist auch klar, der hat immer einen Minen auf dem Rücken. Da hätte ich auch andere Probleme. Herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer B-Dude mit einer weiteren nervenaufreibenden Runde von The Evil Within. Mittlerweile im Moment, ich muss kurz gucken, 13. Kapitel mit dem unfassbar schönen Titel Du Opfer oder auch Opfer. Ja, also, wir machen einen Jump in das Spiel und da seht ihr den Sebastian Castellanos. Ich habe mal ganz kurz gecheckt, wie es jetzt hier für uns weitergeht und wir haben beim letzten Mal nicht geupgradet und auch noch einen Schlüssel über. Das heißt, damit werden wir heute hier beginnen. So, ich muss natürlich dazu wieder sagen, dass ich jetzt lange wieder nicht gespielt habe, wie immer. Und ich weiß echt nicht mehr so wirklich, was hier abging. Klick. Machen wir mal das Fach auf. Und da gibt es Revolvermunition. Ganz toll. Das haben wir doch gebraucht. Für diesen Schlüssel, den wir bestimmt richtig heftig suchen mussten. So. Und da ist sie wieder, die Tatjana. Aber wir gehen jetzt erstmal auf den Partystuhl des Spaßes. Zack. Das Mikrofon mal ein bisschen richten, so wunderbar. Kann ich auch noch einen kleinen Schluck trinken und mir derweil überlegen, was ich denn hier Schönes upgraden kann. Hier anscheinend nichts. Waffen könnte man wahrscheinlich machen, hier. Aber was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, hier, die Bolzen. Den Harpunenbolzen hier. Guck mal, da macht er fast 100 mehr Damage. Das nehmen wir. So, jetzt haben wir noch 4350. Das wird wahrscheinlich für gar nichts mehr reichen. Oh, doch, hier. Scharfschützengewehrmunition. Ganz toll. Oder auch Granaten. Nutzlos. Oh, hier könnte man was machen. Genauigkeit vom, von der Magnum. Ja, komm, mach ich. Ich denke mal, die wird uns hier früher oder später noch ganz besonders wichtig werden. Oder wird es irgendwie? Gut, na dann haben wir es doch auch schon geschafft und können uns wieder zurück ins Spiel wagen. Ich bin entzückt, begeistert und auch ein wenig verstört. Aber so kennt ihr mich ja mittlerweile. So, wir checken jetzt nochmal hier unsere Ausrüstung, wie es denn hier aussieht. Wir haben nämlich hier ganz schön viel Bolzengelumbe. Geil. Na dann werden wir doch mal gleich hier ein paar Teile reinpumpen. Zusätzlich vielleicht auch nochmal hier einen rein. Und hier basteln wir uns auch mal noch zwei. Geil. Und den Rest heben wir auf. Spritzen wird auch langsam knapp. Da haben wir 3, 4, 1. Okay. Okay. Nö, das sieht doch gar nicht so kacke aus. So. Alles klärchen. Hier ist noch ein Bildchen. Oh, Joseph Oda, Detective der Polizei von Crimson City, verschwand auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Okay, jetzt wird es langsam interessant. Da gibt es also auch unsere Steckbriefe. Aha. Ich speichere nochmal, weil ich will dann, falls wir jetzt hier sterben, diesen ganzen Aufrüstkack nicht nochmal machen. Das will ich euch nicht antun und ich kenne mich zu gut, dass ich weiß, dass ich wahrscheinlich hier irgendwann demnächst krepieren werde. Ach ja doch, und jetzt fällt es mir gerade wieder ein, als ich es anspreche mit krepieren, da war doch dieser komische Wächter jetzt hier und wir mussten, glaube ich, runter zu so einem kaputten Bus kommen. Das war's, richtig. Und hier gab es ganz schön viele heftige Gegner. Also demzufolge nach wird das nicht verkehrt sein. Oh, hier. Ja, das lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zurückzugehen. Wegen den paarle Dingern. Batz. Oh, oh. Hallo.
Noch mehr Party gehe. Liegt schon wieder so ein Typ in der Falle drinnen. Na geil. So, und jetzt ist, glaube ich, diese Tür hier aufgegangen, ja? Und das werden wir doch jetzt mal auschecken. Auch erstmal noch ein bisschen Revolvermunition. Sehr gut. Ich will auch nicht da runter. Na, ganz ehrlich, eigentlich könnten wir unsere Spritze mal noch nehmen hier, ha? Ja, ist immerhin immer noch nicht voll. Ach, und da gibt es eine neue. Sehr gut. So stelle ich mir das vor. Und ich sehe es schon wieder. Was würde ich jetzt sagen? Es gibt viel Zeug zum Einsammeln, also steht uns bestimmt ein größerer, anstrengender Kampf bevor. Und hier sind wunderschöne Blutflecken auf dem Boden. Was sind das für einer? Zum Glück haben wir unser super gutes Snipergewehr. Was hat denn der auf dem Rücken? Das sind doch Minen. Au. Ohne Scheiß, das sind doch Annäherungsminen. Fies. Ha! Keine Madonnenstatue entkommt mir. Das Behinderte ist bloß, ich muss jetzt auf die schießen, dann kommt bestimmt der Typ angerannt. Nö. Das interessiert ihn gar nicht. Aber ist auch klar, der hat immerhin Minen auf dem Rücken. Da hätte ich auch andere Probleme. Zu. Irgendwie habe ich ein ganz ungutes Gefühl. Aber das soll wahrscheinlich auch so sein, ha? Schnell weg! Huh! Oh, fuck it! Oh, fuck it! Das ist doch gerade ein Kackwitz! Jetzt kommen überall irgendwelche Beats raus, die sich selbst zerstören. Komm schon. Oh, was gibt's hier? Ein Kartenteil? Sehr gut. Das 25. Kartenfragment. Und nichts. Und wieder nichts. Ich mag nichts. So, ist hier noch was? Bisschen gehe. Ich traue dem ganzen Mist hier nicht. Hallo. Hallo, ich bin der Dude. Okay, den können wir nicht verwenden. Den Automaten. Huh. Steht hier. Scudder versus Blackie. Okay, Hundefight. Krass, mir das so gar nicht gefällt hier. Und toll, jetzt haben wir keine Option mehr, diese eine Patrone hier aufzuheben. Verdammte Scheiße.
hoffe, die können wir... So viel dazu. Einsammeln und entschärfen. Kackfallenmist, ey. Und jetzt sind wir wieder hier. Na, das war doch mal eine schöne Rundreise. Und jetzt dürfen wir hier in diesen tollen Lüftungsschacht. Mensch, wie ich Lüftungsschächte mag in Horrorspielen. Da passieren eigentlich immer nur positive Sachen. Vor allen Dingen, wenn die Kamera so bekackt und behindert ist, dass man nichts sieht. Vorsprung. Vorsprung. Oh nein. Erstmal wieder ein bisschen nichts. Und Gel. Noch mehr Gel. Und ein Streichholz. Schön. Ist gerade nicht so wirklich, was ich hier suche. Oh. Alles klar, das suche ich. Naja, lohnt sich doch immer, alles abzusuchen. Und da gibt es nämlich noch mehr. Sehr gut. Ein richtig fettes Lager hier. Was meine Vermutung noch weitaus mehr unterstreicht. Oh oh. Joseph? Joseph? Hallo. Keine Gegner, kein gar nichts. Das kann doch gar nicht gehen hier. So, schön hier alles rumwerfen mit unseren Füßen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann haben wir's. Wunderbar. Dann können wir weiter. Hier ist noch eine Kaffeemaschine. Glaube ich zumindest. Kann auch was anderes sein. So. Wir müssten doch langsam echt mal bei Mira sein. Kuckuck. Oh oh. Joseph. Das war so klar. Das war nicht so klar. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott, und jetzt? Willkommen im Spaß. La 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 la. Let's bolzen. Oh mein Gott. Oh, eine Madonnenstatue. Ja. Wir haben den Schlüssel. Was ist denn das?
Reinigungsroboter, okay. Ich raff die nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hallo, Reinigungsroboter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Soll... Hä? Ich raff das nicht. Was passiert denn hier? Der Schleichangriff klappt nicht bei allen Gegnern. Okay, willkommen im Fallenspaßlabyrinth. Da ich natürlich alles einsammeln muss. Wird das ganz schön scheiße für uns werden. So, erstmal wieder eine neue Falle entschärfen. Wieder. Und die dazu. Auch wieder. Och, die Kack-Madonnen-Statue bleibt nicht. So. Nee. Ein nettes Geschicklichkeitskapitel. Diese Kackreinigungsroboter, Alter. Vor allen Dingen, sind die jetzt anders? Sind die immer zufällig? Ey, ich sehe es doch, dass wir... Okay, wenn man immer ist, wenigstens nicht mit einem Treffer tot. Aber kann man die wenigstens kaputt machen? Das muss doch gehen. Scheiße. Oh, Alter, das ist doch ein Kackwitz. So, voll entschärft. Aua, hier, das habe ich gar nicht gesehen. So. Eine Heilung wäre mal ganz geil. Oh, was soll denn das? Halt dich, Sebastian. Oh nein! Ah, oh, fuck it. Nein. Oh. Ja, das ist wirklich jetzt ein bisschen kacke.
Aber mal wieder was Neues. Es ist wieder heiße Draht, ein tödliches Labyrinth. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Aber wir müssen jetzt kurz mal überschlagen. So viel coolen Stuff gab es hier gar nicht. Ich bin jetzt auch viele Wege sinnlos gelatscht. So, hier auf jeden Fall das. Das ist wichtig. So, dann das ebenfalls. Zack. Und diese Statue hier. So. Gut. Jetzt gucken, wie ich das hier mache. Jetzt ist das Ding weg, okay. Ching. Oh nee, jetzt ist da dieses Kreiselding. Och komm schon. Die Leiche ist günstig. Und zack, wieder eine voll auf die Schnauze. Oh nein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das schaffen sollen. Die ganzen Wege sind blockiert. Wir nehmen erstmal eine Heilung. So, da geht's auch nicht lang. Da geht's auch nicht lang? Hä? Ah, hier ist der einzige Weg. So. Ja. Und jetzt noch die Säurefalle entschärfen, dann sind wir durch diesen Kackraum durch. Obwohl ich sagen muss, dass der schon ganz geil war. So von der Grundidee her war das schon eine coole Sache. Ein bisschen Gel, ein bisschen Schrotflinten, Munition und noch mehr Gel. Packen wir gleich mal hier rein, werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Oh, und eine Spritze, sehr schön. So. Da sind wir doch ganz gut equipped. Muss auch kurz mal die Zeit checken. Mal guck ich hier, ob hier was passiert. Nö, kann ich ja eh alles verballern hier. Wir haben ja hier noch genug in der Reserve. Zeittechnisch heißt das, wartet mal. Ich erkenne es nicht, aber ich glaube, wir müssten noch so 5-6 Minuten haben. Demnach gehen wir einfach hier weiter. Schübidü. Oh Mann. Lange Gänge und gruselige Musik, wie ich es liebe. Freezer, keep this area clean. Oh Gott. Oh Gott. Na geil.
Er hat's geschafft und jetzt sitzen wir hier mit dem zusammen fest. Na, super. Du schon wieder? Ja, aber hier, der kann es doch jetzt hier gar nichts anhaben, der Fucker. Ja, okay, anscheinend schon. Oh Gott. Na okay, wenn man keine Munition hat, dann kommt man auch nicht so weit. Ich werde dem jetzt volle Kanne den Superharpunbolzen in die Brust jagen. Ein Treffer tot. Hammer. Oh oh. Der Typ steht nicht gerade neben uns, oder? Spritzi, spritzi. Neben uns ist ein neuer, oder? Und rein mit dir. Hier hätte es bestimmt noch eine Madonnenstatue gegeben. Ich dummer Idiot. Hallo? Verdammt! Absicht? Fuck. Die Lampe geht übrigens auch nicht an, falls ihr das fragt. Okay, wir sind tatsächlich irgendwo hingefahren. Klapp. Ja, aber die Harpun-Dinger, alter Schwede, richtig heftig, ja. Mit einem Treffer den Typen erledigt. Ja, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben wieder ordentlich Teile, dann basteln wir uns mal wieder ein paar davon. Sehr geil. Ich sollte jetzt gehen. Was packen wir uns mal links hin? Wir haben nichts mehr. Ja, dann nehmen wir doch das. Und da ist er wieder, ein langer, gruseliger Gang. Aber ich habe hier noch Gel entdeckt. Und eine Madonnenstatue. Hehe. Na okay, dann gab es vielleicht in dem Bossraum doch keine. Ich hoffe es mal. Bam. Komm, Sebastian, gleich hast du es geschafft. Es ist nicht mehr weit. Hier scheint's gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Vor allen Dingen ist da auch Leslie. Oh, und die sind auf dem Spielplatz. Ich will auch dort spielen. Das ist so unfair. Ich wäre so gerne an dieser Position und würde jetzt mit Mira auf dem Spielplatz spielen. Gut, aber wir werden uns wahrscheinlich hier weiter mit irgendwelchen fiesen, bösen Kreaturen rumschlagen müssen. Denn anscheinend geht es hier immer noch nicht raus. Ah, das ist ja geil. Die Gegenstände sind anscheinend unter den Kisten platziert. Da, da, da. Und es geht immer tiefer in den Kaninchenbau.
Und zack. Hm. Ja, spielen wir halt mit ein paar Dosen Fußball, wenn niemand sonst mit uns spielen möchte. Und hier geht's doch nicht im Ernst nach draußen, oder? Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Fuck. Alles klar. Gut. Naja, wenn man so bescheuert ist. Vertrau Mira. Das ist meine Aussage dazu. Jetzt ist Joseph tot. Vielleicht diesmal wirklich. Ja, und Leslie haut wieder ab. Sie wollen uns gerade die Antwort geben. Und dann das. Naja, was soll man dazu sagen? Wir sind aber auch zeittechnisch richtig gut am Ende mit diesem Kapitel. Das war's mit dem Kapitel Opfer. Nächstes Mal gibt es das 15. Kapitel, oder nee, Entschuldigung, das 14. Kapitel mit dem Namen Hintergedanken. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon das letzte ist, ob danach noch eins kommt. Es könnte aber sein, ich glaube 14 Kapitel hätte ich immer gedacht, hat das Spiel. Wer weiß, vielleicht gibt's dann noch ein 15. oder vielleicht geht's auch noch viel weiter. Wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Parts herausfinden. Ich bedanke mich mal wieder mal, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ihr seid immer noch die Größten und wir sehen uns in der nächsten Episode von The Evil Within wieder oder morgen bei einem anderen Video. Ich bin's, euer Beardude. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht et jut.